Ich finde unser Wohnzimmer irgendwie echt schön, aber ich habe mich ein bisschen daran satt gesehen. Können wir da nicht irgendwas verändern? Was hast du gesagt? Schatz, schau doch einfach den Film. Nein, Martin, ich meine, ob wir nicht das Wohnzimmer irgendwie umdekorieren können oder umstellen vielleicht. Also, wenn du das unbedingt möchtest, ja, wieso nicht? Willst du das jetzt sofort machen? Klar, auf der Stelle. Pff, gut, Los! okay. Also wir könnten ja diese TV-Bank hier, diese Kommode, umstellen, vielleicht auf die andere Seite. Okay. Hier, wo das Sofa ist, dann können wir vielleicht das Sofa tauschen einfach. Also da kommt dann die Kommode hin und auf die andere Seite das Sofa. Was meinst du? Puh, ich habe da nicht so viel Ahnung. Also können wir gerne machen. Ich habe damit kein Problem. Gut, dann packen wir es an. Ich fange schon mal hier mit dem Sofa an. Das verrücke ich jetzt schon mal. Alles klar, ich kümmere mich dann um die Pflanzen. Nanu, was macht ihr denn hier? Raus aus dem Wohnzimmer mit euch. Das ist viel zu gefährlich. Ich möchte nicht, dass ihr hier zwischen den ganzen Möbeln herumschlendert. Los, raus! Na los, komm schon, Simba. Ich bring mal Simba raus, okay? So, Simba, hier bist du jetzt in Sicherheit, okay? Und wenn du hier bleibst, verspreche ich dir, du bekommst gleich ein Leckerli. So, Samira, und du musst auch raus. Das Wohnzimmer ist jetzt für euch verboten. So, dann können wir ja weitermachen, Claudia. Du, Claudia, kannst du mir mal helfen? Bitte einmal mit anpacken. Ja, einen Moment. Okay, auf drei. Eins, zwei, Und drei. hepp! Oh. So, jetzt steht schon mal hier die TV-Bank an der richtigen Okay, Wand. muss aber noch ein bisschen an die, bisschen näher an die Wand, oder? Ja. Okay, und jetzt noch mal die ganze Kraft. Ja. Oh. Was war das denn für ein Geräusch? Was war das? Das klang nach Samira oder Simba. Los, Claudia, schnell wieder vorziehen. Und nachher ist die Katze dahinter gewesen. Oh nein. Oh Oh nein. nein! Samira. Samira, oh, Claudia, was haben wir nur getan? Glaube, sie ist verletzt. Martin, du musst sofort beim Tierarzt Ja, was denkst du, anrufen. was ich machen will? Ja, hallo? Hallo? Dr. Löwe! Ja, Dr. Löwe, wir müssen ganz schnell zu ihm vorbeikommen. Ja, bei der. Die Samira, die ist, glaube ich, verletzt. Wir müssen ganz schnell vorbeikommen. Und Martin, ich habe Samira jetzt schon mal hier in diese Kiste Ja, Dr. reingetan. Löwe weiß schon Bescheid. Er bereitet alles vor. Los, beeilt euch! Martin, du bleibst besser hier. Dann kannst du noch auf Hanna und Julian warten. Und Emma, die müsste auch gleich aus dem Mittagsschlaf aufwachen. Ist gut, Schatz. Ich bleib hier natürlich. Und du machst dir bitte nicht zu viele Sorgen. Mach dir auch keine Vorwürfe, okay? Es wird alles wieder gut. Und dir, kleines Kätzchen, gute Besserung. Das wird schon wieder, Samira. Frau Vogel, Ihr Mann Guten schien Tag. sehr, sehr aufgebracht am Telefon. Was ist denn passiert mit der Samira? Oh, Herr Dr. Löwe, das war einfach total die blöde Situation. Wir haben Möbel verrückt und dachten eigentlich, die Katzen seien in der Küche, aber Samira hat sich irgendwie dahinter gedrängt Oh, und dann verstehe, verstehe. haben wir sie eingequetscht. Okay, alles klar. Wir müssen die Foto und sowas überprüfen und alles andere. Ich gebe ihr jetzt erstmal ein Schmerzmittel und auch ein Beruhigungsmittel. Das wird eingespritzt. Halten Sie bitte Samira fest, nicht, dass sie mich Ja. kratzt. Und dann kriegen wir das gleich hin. Okay, dann schauen wir uns mal mit Hilfe des Ultraschalls hier alles ein bisschen genauer an. Okay, die Organe scheinen soweit in Ordnung zu sein. Ich sehe hier so eine leichte Quetschung, Okay, aber ist das schlimm? nein, also nicht mehr als eine Prellung eigentlich. Also, Sie sehen, Frau Vogel, hier beim Ultraschall scheint alles in Ordnung zu sein. Da kann ich nichts Ungewöhnliches Ach, entdecken, das ist außer der super. Quetschung da. Aber ich würde gerne noch, ja, paar Röntgenbilder machen. Wären Sie damit einverstanden, Frau Vogel, Ja, auf oder? jeden Fall. Dann können Okay, wir uns auch alles sicher klar. sein, dass sie in Ordnung ist. Ja, okay. Ah, schauen Sie, die Röntgenbilder zeigen, dass die Knochen soweit alle in Ordnung sind. Da ist nichts gebrochen oder angebrochen, auch kein Spiralbruch. Das sieht alles gut aus. Also, es ist jetzt keine richtige Entwarnung, aber Sie können ganz ruhig bleiben. Es ist nur eine kleine Quetschung, mehr ist es nicht, Frau Vogel. Ne, das kann mal passieren, aber das wird natürlich innerhalb von ein paar Tagen wieder verheilen. Ach, danke, Herr Dr. Löwe. Ich bin so froh darüber und ich habe mir schon total die Sorgen und Vorwürfe gemacht, die arme kleine Samira. So, Frau Vogel, ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar Schmerztabletten mit. Die geben Sie bitte Samira täglich eine Tablette, ne? Nicht mehr, nicht Einfach weniger. unter das Futter mischen dann? Ja, genau, das wäre perfekt. Alles klar, super. Vielen Dank, Herr Dr. Löwe. Kein Problem, ich wünsche gute Besserung. Oh, ich bin so erleichtert, Samira, dass es dir einigermaßen gut geht. Du hast mir einen totalen Schrecken eingejagt und die anderen werden sich auch super freuen, dass du wieder zu Hause bist. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Löwe. Tschüss.